Na gut, dann mal meine 220.000 Seelen wieder schnappen und sterben wieder gehen. Zweimal. Und danach nochmal zweimal. Das, was sie sagen wird. Bist du eigentlich blöd? Du hast doch die ersten drei Mal bemerkt, dass du gestorben bist. Warum stirbst du ständig? Oh, lass mich mal raten. Sie verweigert ihm das Gift, weil sie nicht haben will, dass er verreckt oder so? Und mir gibt es... Keine Ahnung warum. Please, leave me alone. Please. Oder ich bin irgendwas Besonderes, keine Ahnung. Müsste jetzt das vierte Mal sein, oder? Das ist langsam. Okay. Please. Zentrinas Worte weitergeben. Oh, thank you not to lie to me. I am the chosen, not you. Only I can doze off in the Sea of Centrina. Why would you hear her voice when I cannot? If you should utter these cruel untruths to me again, I won't be held responsible for my actions. Dann hör die Worte halt einfach noch einmal. Please, enough. I cannot believe your cheek. And I will stand for it no longer. I will never forgive you. So, ich kann ja einfach nochmal saufen gehen, ne, wenn ich jetzt richtig gelesen habe. Entweder zur Gnade gehen oder saufen. Saufen muss ich so oder so, weil ja scheinbar ich das insgesamt 6-mal machen muss. Ja. Ich hoffe mal, dass dieser Umleimer hier wieder richtig fest dran ist am Tisch. Weil er ist im Laufe der Zeit hier in der Mitte abgegangen und gestern da mit dem Bügeleisen ein bisschen da. Mikolas prison. A cage divinity is beyond saving. Oh, die sagt ja noch mehr. Okay. Ich hatte da nämlich gestern da mit einem Bügeleisen rumhantiert und scheint wohl wieder ordentlich zu kleben. I will never forgive you. For your trespass, you will know poison. Du Arsch. Wehe, du raubst mir gerade 220.000 Seelen.
me. Such strength for what? Ein Anhänger. Und 29.706 Seelen. Schlaf in der Nähe erhöht die Angriffskraft. Schlafender Berserker oder was? Ein Talisman, auf dem eine lächelnde Santrine abgebildet ist. Eine Vision, die tief im Herzen eines gewissen Mannes besteht. Erhöht die Angriffskraft, wenn in der Nähe Schlaf ausgelöst wird. Nur ich darf davon wissen, von unserem seidigen Schlaf, seiner süßen und zarten Umarmung. Bitte lächelt, für mich und nur für mich allein. Also kann man dann gerade so ein bisschen sagen, diese Santrina ist so ein bisschen von dem gestalkt worden oder so ähnlich. Ist quasi so ein Typ, der einfach nicht aufgeben will und das, obwohl er quasi einen Korb nach dem anderen bekommt und einfach mega aufdringlich wird. You. I was no good to anyone. Beginning to end. Weak as a kitten and thick as two planks. I suppose dying in disgrace is fitting, in a way. Tell me, please, assuming you spoke the truth back then, what did Santrina tell you? Tell me, please, assuming you spoke the truth, what did Santrina... Okay. Der sagt dasselbe wieder einmal. By the way, die Waffe, die ich ja gerade hier nutze, oder größtenteils nutze hier, Dunkelmond-Großschwert, ne? Ich habe gesehen, man kann eine Replika kaufen, eine offizielle scheinbar. Und die sieht echt verdammt nice aus. Die sieht richtig nice aus. Ich habe da ein Bild gesehen, wo Licht drauf gefallen ist, natürliches, so von der Seite. Und da hast du dann wirklich gesehen, das sah aus, wie als wenn das halt Eis wäre. Also so wie die Waffe ja hier auch so ein bisschen ist, ne? Man kann ja auch, wenn man näher dran ist, kann man ja so ein bisschen erkennen. Okay, das ist, ich dachte, das wäre so ein bisschen transparent, aber das ist einfach nur, meine Schulter klippt da so ein bisschen durch. Aber man sieht ja, dass es irgendwie so eisartig ist, ne? Und das sah da richtig gut aus, weil da so ein bisschen dieses Transparente ist. Und dachte mir quasi, oh, kann man das irgendwie kaufen? Das wird ja bestimmt jetzt nicht so mega teuer sein. Das Ding kostet mal eben locker so an die ungefähr 500 Euro. Wenn nicht sogar noch mehr. Interessanterweise hat allerdings meine Mutter das irgendwo gesehen. Ich weiß nicht wo, aber meine Mutter scheint das irgendwo in der Stadt zusammen mit irgendwelchen Actionfiguren zu mischen. Beispielsweise Batman oder so, also halt große Figuren, irgendwo gesehen zu haben und dachte mir so, warum zum Geier sollte da einfach mittendrin dann so eine Replika vom Dunkelmond-Großschwert sein? Aber okay, flog da rum. Hätte ich echt gern, aber ich wüsste gleichzeitig nicht wohin. Dann saufen wir mal das letzte Mal davon. Müsste, glaube ich, das letzte Mal sein. Und mal gucken, was er da noch sagt. Ich kann zur Sicherheit nochmal sterben gehen, um zu schauen, ob dann wirklich alles Ende ist, ne? Aber müsste, glaube ich, jetzt das sechste Mal sein. Ist wieder so langsam. Okay, da kommt wieder was. Töte Mikola. Die Person, die ja eigentlich ach so toll hier sein soll. Und kannst du mal endlich zum Friseur gehen? Dein Umhang ist leider gleichzeitig deine Frisur. Tell me, assuming you spoke the truth, what did
You are a wretched, wretched soul. A nightmare could plague me. Such a thing could possibly be. Could it? Centrina, please let me hear your voice in my everlasting slumber. Centrina, let me hear your voice in my everlasting. Okay, er sagt dasselbe. Ich gehe noch mal saufen. Trink, 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 trink. Ist auf die ganze Höhle hier leer. Langsamer Übergang oder langsamer Übergang wieder? Okay, die sagt immer noch was. You must kill Mikilla. Grant him forgiveness. Das ist aber dasselbe vom letzten Mal, also habe ich scheinbar wohl ihren Dialog wohl auch erschöpft. Dann hätte ich wohl einfach rasten können. Na gut, was ist jetzt mit Tiolier? Der liegt immer noch wie so ein Wischmob auf dem Boden herum, super. Tolle Unterhaltung. Okay, was ist jetzt mit dem Vogel? Was ist das? Okay, das ist das. Okay. Talk to Tiolia again in Centrina's room. Exhaust his dialogue. He will now be available as a summon for the NPC battle in Enie Ilim. As well as for the final boss fight. Das heißt also, das hier ist für einen Moment abgeschlossen. Wie sieht's mit Centrina selbst aus? Centrinas Quest Objectives in Elden Ring. Pass the words to Centrina, of Centrina to Tiolia and defeat him when he invades. Defeat the final boss in Enie Ilim. Oder Enie Ilim? Wie auch immer. Once you defeated the final boss, make sure to return to the Garden of Deep Purple and head inside Centrina's cave. You will find that her body has fallen and is believed to have died along with her other half. You can pick up Centrina's blossom from her body. Oh, da steht sogar, she is the other half of Mikola. Divested from him upon seeking entrance to the Tower of Shadow. Also, Centrina ist die andere Hälfte von Mikola. Ich sag ja, hier hat das Spiel hat irgendwas mit diesen komischen Hälften zu tun. Hier hast du einen NPC und dieser NPC ist die Hälfte von dieser Hälfte und diese Hälfte hier ist wieder jemand anderes. Wie zum Beispiel Centrina ist die andere Hälfte von Mikola. Zwei Seiten derselben Medaille. Okay, dann habe ich jetzt scheinbar deren Quest jetzt zumindest für den Moment abgeschlossen. Oder nicht abgeschlossen, aber halt ne, so weit gemacht, wie es halt ginge. Das nächste Mal ist dann in Enie Ilim. Weiß der Geier, wo das sein soll. Gehen wir mal hier hin. Und zu gucken, was ich ja eigentlich für einen Krempel bekommen habe. Ich vermute mal, ich bekomme die Waffe. Und dann noch bestimmt irgendein Zauber oder so, wa?
Ja, habe ich ja gedacht mir. Ich bekomme diesen Flammenangriff, Wirbel der Verwesung. 26 Glauben, 32 Weisheit. Zauberei, die vom Fäulnisritter verwendet wird, entfesselt einen Wirbel verwesender Strahlen, die die Umgebung von allem, was sie berühren, in Geisterflammen tauchen. In einem längst vergangenen Zeitalter wurde der Tod vom Geisterflammen berührt, verbrannt. Selbst die Überreste verdorbenen Fleisches wurden im Tode gleich behandelt. Waffe, die vom Fäulnisritter geführt wird. Ein großes Beil aus gehärteter Fäulnis, die an einem aus menschlichen Knochen gefertigten Bogen befestigt ist. Erhält seine Macht aus der arkanen Energie des Besitzers. Haltet die Waffe an beiden Enden und beugt euch zurück, um mit der fauligen Klinge einen kräftigen Hieb von oben auszuführen. Durch wiederholte Eingabe werden Folgeangriffe ausgeführt, solange die Ausdauer reicht. Starker Angriff löst einen Sprung aus, danach folgt ein Wirbelangriff. Löst Frost aus, Stärke, Geschicklichkeit, Arkan-Skalierung. Okay. Ich kann das Ding sogar benutzen. Ist eine Großaxt. Habe ich auch eine neue Rüstung oder so? Ne. Keine neue Rüstung. Das Ding ist eine Großaxt. Da haben wir die Großaxt. Ja, ohne Scheiß, das hat ein bisschen was von Koss. Ich meine, das ist zwar nicht dieses fleischige Etwas, was man da durch die Gegend kloppt, ne? Aber... ne? Hat ein bisschen was. Aber gut, hier drin kann ich das ja leider nicht benutzen, weil wird ja verweigert, dass ich ja hier kämpfe. Wobei doch, ich kann da unten runterjumpen, da müsste ich ja kämpfen können. I see. Das sollte ich mal rausschmeißen. Wo ist da? Ah, da ist diese Kanone, ne? Genau, Großmaulwicht. Ich tue das mal upgraden. Und probiere das irgendwann mal aus. Oh, fertig, okay. Cool. So viele Aschen. Da. Mal gucken, wie dieser Großmaulwicht eigentlich so ist. Eventuell taugt er ja was. Ich jump mal hier runter, um zu schauen, wie die Waffe so ist. Weil hier unten kann ich es ja benutzen. Okay. Die greift relativ zügig an. Was war das nochmal? Warte mal. Ach, verdammt, jetzt habe ich die rausgeschmissen. Durch wiederholte Eingabe werden Folgenangriffe ausgedehnt. Starker Angriff löst einen Sprung aus. Sicher? Das ist der starke Angriff. Ach so, wahrscheinlich, wenn ich das mache, ne? Das war das, glaube ich, gerade. Das ist, wenn ich einfach nur immer wieder drauf drücke. Dann passiert das. Und wenn ich jetzt einen starken Angriff mache, haben wir den Sprung plus Wirbel. Okay. Ich finde die Waffe irgendwie cool. Vor allen Dingen passt die irgendwie so ein bisschen zu der Klamotte, meine ich.
Vielleicht einfach nur wegen der Farbgebung. Ich glaube, wenn du die Rüstung, wenn du eine andere Rüstung anziehen würdest, eine, die vielleicht ein bisschen besser passen würde. Ich habe aber, glaube ich, keine, ne? Ich glaube, ich habe keine. Na, etwas, was irgendwie ein bisschen besser dazu passen würde. Wie sieht das eigentlich hier aus? Oh. Naja. War ja irgendwie klar. Etwas, wo das dann so ein bisschen irgendwie creepy irgendwie aussieht oder so, weißt du? Was ist eigentlich, wenn man zwei Großäxte trägt? Warte mal ganz kurz. Wie greift sich's eigentlich an mit zwei Großäxten? Okay. Ist halt sehr nach vorne gerichtet alles. Und ich glaube, wenn ich da wieder die zwei Zweihandschwerter da nehme, wenn ich sie finde. Da habe ich dann auch mal eher... Genau. Da ist mehr so ein größerer Angriffswinkel. Da greife ich ja alles so im Bereich von ungefähr 180 Grad an. Okay, raus hier. Weitermachen im DLC. Wo gehe ich jetzt hin? Da unten habe ich scheinbar wohl alles abgeschlossen, im Moment. Was ist mit dieser Leder? Oder Leder, wie auch immer, wo ist die eigentlich? Genau, was ist mit Leder? Gehen wir mal kurz dahin. Wenn ich schon jetzt dabei bin, so ein bisschen zu gucken hier mit Quests, damit ich die jetzt nicht versehentlich abbreche oder so. Na, dann kann man das ja mal eben fix checken. Genau, du wolltest irgendjemanden umklatschen. I will follow the horn scent. To have his revenge on Sir Mesmer, there is only one place he will go. The Black Keep. Okay. Ja gut, ich glaube, das ist dann nicht wirklich weiter wichtig im Moment, weil der wird wahrscheinlich hier sein. Ich weiß nicht, ob dann der Horn herrollt dann innerhalb dieses Bereichs sein wird oder ob der halt wieder im allseits bekannten Probenlager dann zu finden ist. Ich hoffe nicht. Oder ob der irgendwo anders hier ist. Keine Ahnung. Ich begib mich mal aber zum westlichen Schutzwall. Damit ich zu den Ruinen von Grau komme? Ich glaube, so hieß der Ort, oder? Zu dem Bereich, der da... Genau, da oben ist. Weil ich konnte ja nur unten erkunden und jetzt kann ich oben erkunden. Kann ich reiten? Kann ich. Da soll ja auch noch der ein oder andere Boss herumfliegen. Ja, da hinten ist irgendjemand. Und ich habe gerade Feuer über mir gesehen gehabt. Ach, der castet wahrscheinlich irgendwas, wa? Okay, okay, okay. Und deine Buttermesser da. Komische Kapuze, die du da hast. Die ich auch gerade mal eben bekommen. Salsas Kapuze oder Salzer. Und Feuerregen. Kapuze von Salzal, dem Weisen der Feuerritter. Eine Menge Stoff ist darum gewickelt, wodurch der Kopf des Trägers deutlich geschwollen wirkt. Als Schüler des ältesten Vego weigerte er sich, eine alte Ruine niederzubrennen und riskierte dabei sein eigenes Leben. Wahrscheinlich die Ruine von Rau, wa? Anrufung von Salzal, dem Weisen der Feuerritter, beschwört eine Flammenwolke über dem Kopf, die kurzzeitig Feuer regnen lässt.
Durch Aufladen verstärkte die Wirkung. Salzers Verachtung für die Barbarei hat nie nachgelassen. Auch wenn er mehr Dörfer niederbrannt und mehr Land versenkt hat als jeder andere. 52 Glauben. Das ist aber eine verdammt stabile Kapuze. Gott, sieht das psch. Sag mal! Da ist mein Kopf! Jetzt ist er so groß. Ah, der Helm geht aber doch sehr weiter nach oben, wie ich sehe. Warum? Wieso? Wieso? Hä? Why? Das ist im Endeffekt der Helm hier. Nur mal eben halt noch mit einer zusätzlichen Decke drumrum. Why? Was hat FromSoft mit den Helmen hier irgendwie? Ich meine, du hast das Riesendingen, dann hast du, wo ist denn das? Ach da, dann hast du das Teil. Das Dingen. Das ist auch riesig? Ja. Was hat FromSoft mit diesem Riesenhelm eigentlich? Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man einfach mal hier und da irgendwelche echt bescheuert aussehende Rüstung reinkloppt. Kann man ja mal machen, ne? Warum nicht? Hat ja auch irgendwie einen gewissen Charakter. Es sieht halt auch gleichzeitig einfach so bescheuert aus, ne? Und ich kann mir vorstellen, wenn du im PvP bist und du hast da auf einmal da mehrere vielleicht da um die Ecke kommen, die da mit diesen... in diesem Löwenkopf da auf einmal da ausgerüstet sind, da denkst du ja auch in dem ersten Moment so, what the fuck? Hä? Ach so, ja, PvP, stimmt. Das hat jetzt gerade ein bisschen erschrocken irgendwie. Na gut. Uralte Ruinen von Rau. Das da hinten gehört nicht zu den Ruinen. Dieses schwarze, schummrige Etwas. Kann ich hier reiten? Gut. Okay, gehen wir erstmal nach links. Lift? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich einen Lift benutze mit einem Pony.